Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Danke. Und wie es der Name dieses Formates ja schon sagt, wird es heute mal wieder Zeit, sich zu bedanken. Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zu diesem Format, zu einer weiteren Folge Danke. Und mein heutiger Dank gilt dem lieben Johannes. Ursprünglich war dazu erstmal keine Folge geplant. Ich wollte eigentlich seine Einsendung im Rahmen einer Folge Neuzugänge quasi zeigen. Allerdings liegt das jetzt schon eine ganze Weile hier und abgesehen von dem habe ich wirklich nur wenig Material für Neuzugänge gerade da. Die nächsten Neuzugänge werden wahrscheinlich erst Mitte Februar kommen, wenn mein Zeug aus Japan kommt, das ich über den lieben Felix bestellt habe. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch eine Folge Danke draus, einfach aus dem Grund, weil diese paar Kärtchen, die ich hier habe, tatsächlich auch einen nicht zu verachtenden Wert haben. Es sich um wirklich relativ coole Karten handelt und ich sie endlich umsleeven und einordnen will und sie nicht noch einen Monat hier an meinem Schreibtisch liegen haben möchte. Und dementsprechend, um euch jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, zeige ich euch, worum es heute geht. Und es geht los mit der meiner Meinung nach coolsten Karte dieser Einsendung, nämlich Elemental Glänzender Flügelmann in Nirmin First Edition aus Elemental Energy. Einfach unglaublich schön, Leute. Guckt euch mal diese Karte an. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Einfach mal ein Elementarheld aus, ein Booster, Nirmint und als Erstauflage. Und auch wenn es keine Ulti ist, so ist das doch einfach was ganz Besonderes. Denn die Elementarhelden sind, wie sie da sind, eigentlich alle relativ selten. Sogar einige der Tinbox-Promos damals sind tatsächlich gar nicht mehr so häufig. Ich habe den Wert der Karten tatsächlich ermittelt, nachdem ich die Karten bekommen habe. Ob der jetzt noch aktuell ist, weiß ich nicht. Also schon locker einen Monat her, dass ich die gekriegt habe. Damals war der Elementarheld Glänzender Flügelmann in First aus Elemental Energy Ultra Rare ungefähr 8 bis 9 Euro wert und das ist einfach mega. Vor allen Dingen der glänzende Flügelmann gehört ja mit zu den Top 5 meiner Lieblings-Elementarhelden aktuell. Dann haben wir einen weiteren glänzenden Flügelmann, diesmal aus der Collection Tin 3. Sehr cool die Promo, den gibt es ja auch in Secret aus der Legendary Collection, also noch ein bisschen seltener, weil man ihn da ziehen musste. Aber von der Qualität her ist der Druck aus der Tin natürlich wesentlich hochwertiger, die aus der Legendary Collection war. Also die Qualität aus dem Set war nicht ganz schlecht, aber es war halt tatsächlich so, dass es halt auch noch nicht so wirklich optimal war. Da hat die Qualität schon ein bisschen nachgelassen gehabt. Und ja, und wie ihr seht, ich habe das noch nicht einheitlich gehüllt. Es sind alles unterschiedliche Hüllen. Das werde ich jetzt dann demnächst nachholen. Und die dann eben dementsprechend in die Vorsortierungsordner reinhauen. Gut, als nächstes haben wir einen weiteren Elementarhelden. Und zwar Elementarheld Steam Healer. Dieser Schmiss hier an der Seite ist übrigens in der Hülle, also nicht in der Karte selber. Alles, was ich hier bekommen habe, ist wirklich in einem hervorragenden Zustand. Ihr seht, das ist die Hülle. Zwar keine Erstauflage, aber aus dem Duelist Pack 1 von dem habe ich tatsächlich auch schon sehr, sehr viel, aber man kann ja nie genug haben, wie wir alle wissen. Und Elemental Steam Healer ist tatsächlich kein Elementarheld, wo ich sagen würde, dass das einer meiner Favoriten ist. Ich finde es vom Design her eigentlich sehr klobig und sehr, ja, seltsam. Aber dennoch eigentlich eine ganz coole Karte, muss man sagen. Es gibt Karten, die sind einfach wesentlich schlechter, auch wenn ich zum Beispiel an Elementarheld Knothbe denke. Blah. Also wirklich diese ganzen Premium-Pack-Elementarhelden, diese Heat, Lady Heat und Terra-Firma, und das sind alles keine wirklichen Elementarhelden, es tut mir leid, also ja, Poison Rose vielleicht noch mit ganz viel zugedrückten Augen. Nicht, dass die Karte hässlich wäre, aber sie sieht für mich halt einfach nicht aus wie ein Elementarheld. So, dann machen wir weiter mit Elementarheld Plasma Voice. Ja, und das ist jetzt natürlich nicht der aus Gladiator's Assault, sondern das ist auch der aus der Collection Tin 4. Und das ist auch ein Elementarheld, der damals wirklich sehr an mir vorbeigegangen ist. So, ich habe den gar nicht so wirklich mitbekommen, aber man sieht auf jeden Fall, dass er eine Fusion aus Blade Edge und Sparkman ist. Und das ist natürlich ein sehr, 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 sehr cooler Held. Und hier haben sie natürlich wieder das gemacht, was ich wirklich gerne mag, nämlich dass die Karte nur sehr partiell, also in Teilen schimmert. Wir haben hier nämlich nur diese goldenen Rüstungselemente vom Elementarheld Plasma Weiß und die Blitze, die holographisch sind. Der Teil, der optisch an Sparkman erinnert und der Background sind Kamen und das ist halt einfach wesentlich besser und überlagert das Artwork nicht so sehr, wie wenn man es zum Beispiel, wie es heute häufig ist, dass man halt alles
holographisch macht oder nur ganz wenige Teile nicht holographisch. Ja, man muss das so ausgewogen machen. Ich sag mal, wenn 50% der Karte tatsächlich glitzern so, dann ist das einfach optimal. Und das haben die bei Plasma Wise gut gelöst. Weiter geht's mit dem Elementar halt Flammenflügel, man tatsächlich aus dem Duelist Pack 1. Das ist der, den man noch so am häufigsten herbekommt in einem guten Zustand. Ein bisschen seltener ist dann die Ultra Rare aus der Lost Millennium und noch seltener natürlich die Ultimate Rare aus der Lost Millennium. Und ja, ist aber auch eine wunderschöne Karte, gehört auch zu meinen Top 5 der Elementarhelden. Ist halt einfach ein unverwechselbares Artwork mit einem sehr simplen Background, gefällt mir wirklich gut. Wirklich mega geil und der ist natürlich auch noch relativ günstig zu haben. Dann haben wir Böser Held Wild Cyclone aus dem Duelist Pack 4, First Edition, Nirmin versteht sich. Und ja, wert ist die Karte im Prinzip gar nicht. Aber das ist halt wirklich eine schöne Ultra aus einem Duelist-Pack, also keine garantierte Hohllösung, Käse, wie man es heute hat. Es ist wirklich was, das einen gewissen Seltenheitswert auch hat und das halt wirklich wahnsinnig badass aussieht. Also mir persönlich gefällt das Artwork unglaublich gut. Und dementsprechend muss ich sagen, von den bösen Helden gehört diese Karte auch so zu meinen, ja, ich würde mal sagen, so Top 4, Top 3 vielleicht, eher so in der Mitte anzusiedeln. Ich glaube, noch ein bisschen schöner finde ich den, wie heißt er denn, der kam... Ich habe seinen Namen vergessen, bevor ich es da überlege. Ihr wisst auf jeden Fall, der mit dem Teufelsschwanz hinten raus. Den finde ich eigentlich so am besten. Okay, dann haben wir als nächstes Elemental Neos aus der Collection Gen 3 Series. Mega nice. In Secret Rare ebenfalls Near Mint. Nein, absoluter Klassiker natürlich. Das Basismonster aller neueren, sage ich mal, Elementalheld-Fusionen. All dieser Neos-Fusionen. Mega cool. Da gab es jetzt auch das alternative Artwork in Dual Power, das ich nicht mal ansatzweise so ikonisch fand wie das, obwohl er bei dem einfach bloß dasteht auf gut Deutsch. Aber das macht es halt auch irgendwie aus. Sehr, sehr schönes Artwork. Einfach mega, mega krass. Dann haben wir Böser Held Infernal Prodigy. Ebenfalls aus dem Duelist Pack 6, ebenfalls First Edition, ebenfalls ein unglaublich cooler, böser Held. Ich finde den Gesichtsausdruck der Karte etwas weird. Ich heb den mal ein bisschen näher ran. Vielleicht kann man mal das Gesicht erkennen. Also das Grinsen, Alter, nee. Ja, aber mega cool. Sehr, sehr schöne Karte an der Stelle. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Karte der Einsendung, nämlich dem finsteren Rebellions-Exis-Drachen aus LEDD. Ja, das war's dann auch schon mit der Sendung vom lieben Johannes. Mega, mega cool. Wie gesagt, so Gesamtwert zumindest zum Zeitpunkt der Ankunft der Karten, so um die 25 Euro. Mega, mega sahnig, ohne Witz. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Finde ich richtig, richtig nice. Und ich krieg auch noch ganz, ganz viel anderes Zeug zugeschickt, was schon abgesendet wurde. Also es ist unglaublicher Wahnsinn, was zurzeit abgeht an Support. Also richtig, richtig krank, Leute. Ihr seid wirklich die Besten. Unglaublich. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge. Danke. Und ja, wie bereits gesagt, danke Johannes. Mega, mega geil von dir. Absoluter Ehrenmann.